Willkommen zum lang erwarteten Kalorien-Battle zwischen Papi Julo und Lil Bro Keeps Cringe. Also, ich sag dir eines, Bro. Ich will nichts sagen, ne? Aber du wirst heute untergehen. Was laberst du? Was laberst du, Bro? Bitte. Guck mal, das Ding ist, er war behind the scenes so selbstbewusst und da ist er sogar ein Pakt eingegangen. Er sagt, als Bestrafung gibt's eine Michael Scofield-Glatze. Sagt er. Michael Scofield habe ich nicht. Natürlich Michael Scofield-Glatze. Bro, wie willst du deine Haare abmachen? What the fuck? Ist so schwer vorstellbar. Ich habe keinen Bock. Wir haben uns das so vorgestellt. Jetzt ist Punkt 19 Uhr in Istanbul. Wir werden essen bis 5 Uhr morgens. Also 10 Stunden Zeit haben wir. Wer in diesen 10 Stunden mehr Kalorien isst oder vorher aufgibt, hat gewonnen oder je nachdem verloren. Das Ding ist auch, wir haben jetzt den ganzen Tag nichts gegessen. Das ist unsere erste Mahlzeit. Was habe ich mir bestellt? Ich habe mir ein XXL Big King geholt und ein Double Whopper. Malik, was hast du dir geholt? Ich habe ein Double King Chicken habe ich und ein Rodeo Whopper. Also das zusammen, sollen wir Kalorien sagen oder nicht? Noch nicht. Kalorien werden eingeblendet. Ich verstehe auch nicht, wie groß ist diese Pommes? Baller heftig. Das ist doch eine Gönnerin-Portion. Ja, komm, also los geht's ohne viel Labern, ja? Ja, aber mach jetzt nicht auf Krampf diesen, wer schneller ist. Nein, nein, gar nicht. Ich genieß. Ja, ich auch, Alter. Das Ding ist, ich werde vielleicht überdurchschnittlich schnell essen, aber nicht krass schnell. Weird Flex. Also hier, das ist dieser Double King Chicken. Okay, das ist meiner. Hey, Mike, ist das nicht dieser von dir? Das ist meiner. Rodeo Whopper? Das ist meiner, ja. Ist das ekelhaft, dass ich dir jetzt angefasst hab? Sorry. Ja, ich will ihn nicht mehr. Okay, Spaß. Digga. Boah, ey, gebt euch bitte die Fleisch. Das ist schon sehr, sehr wild aus. Oh, komm, let's go. Bismillah. Ey, die Cola macht mir auch Angst. Guck mal, wie riesig die Cola ist. Die Leute denken auch, wir sind Celebrities, sein Vater, ja. Ne? Ah, und noch ein Funfact. Flüssiges wird nicht dazugezählt. Ja, ja, ja. Flüssigkeiten kommen nicht in die Kalorien mit rein. Noch ein paar Facts. Es gab mal, also ein Fakt zu Burger King und McDonald's jetzt, okay? Es gab mal eine Dame, die ist eingebrochen um 3 Uhr nachts in McDonald's. Und rat mal, was sie gegessen hat. Ein Kilo Whopper, oder? Nein. Wieso, was hat sie gemacht? Sie hat das Frittieröl getrunken. Ach, 10 Liter. 10 Liter Öl hat sie getrunken. Die Menschen sind schon ekelhaft. Nur mal krank. Will ich einen Burger? Ey, das schmeckt so krass, wallah. Man muss aber sagen, die kommen nicht mal nah dran an die Apo-RD Burgies. Niemals. Ja, ich bin so wack, wenn es um Essen geht, Bro. Ich bin voll einfach. Du warst doch vorher so selbstbewusst, what the fuck? Oh mein Gott, Bro. Ich habe meine Hose ruiniert. Perfekt. Oh mein Gott, Malik will nach Hause. Chillig. Soll ich dir eine Sache sagen? Ich will nicht drauf Walla sagen, aber ich bin mir so krass sicher, dass ich von denen sogar 10 Stück essen könnte, dass ich hier einfach 10.000 voll habe. Ey, ist die so easy, bei Gott. Ess mal, komm. Und du musst dir vorstellen, du hast gerade erst den mit wenig Kalorien gegessen. Voll die weirde Combo, Bro. Hier ist so Fleisch drin und Zwiebelringe und so. Zwiebelringe, Käse. Also sieht geil aus. Der ist geil. Wisst ihr, was ich voll süß finde? Ja, ich muss aufhören zu labern erstmal, ja. Aber zweitens, ich finde es voll süß, wenn so kleine Kinder dich so voll krass angucken, so als wärst du ihr Vorbild, weil du gerade eine Kamera in der Hand hast, weißt du, Bade? Ja. Vor uns sitzen so kleine süße Kinder und die sind so voll fasziniert von uns, weil wir gerade aufnehmen, während wir essen. Schon süß. Aber ich habe gut gegessen, sag ehrlich. Voll schnell, voila. Ey, guck mal. Schreib hier diese 2000 Kalorien hin, ob du willst oder nicht. Das Ding ist, die Pommes kann ich nicht tracken. Bro, die kann man unmöglich tracken. Mal eine große Portion Pommes in MyFitnessPal, weil das ist größer als Ding. Ich schaff die Pommes nicht, niemals. Wirklich? Niemals, niemals. Niemals, Bro. Ich dachte, wir machen jetzt auf heimlich Kamera aus und essen die Pommes einmal nicht. Und du isst sie einfach. Nein. Kranker Typ. Also ich gebe mich zufrieden, ich habe 1500 Kalorien, ist gut. Für den Anfang ist gut, Wanda. Ey, weißt du noch, damals, wir haben ja privat auch Cheat-Days gemacht. Ey, wir haben so Experimente gemacht, Wanda. Damals waren wir krass, was Cheat-Days angeht. Und nur mal. Hey, ich bin jetzt immer noch krass, was Cheat-Days angeht. Ich auch nicht. Ey, dafür, dass ich gerade über 2000 Kalorien gegessen habe, bin ich echt gechillt. Da ist noch Platt French. Schreibt mal jetzt in die Kommentare,
was ihr denkt, wer gewinnen wird. Aber pausiert das Video, tippt das in die Kommentare rein und guckt erst dann weiter. Seid fair. Bro, das kannst du nicht ausdenken. Die Alte gibt mir ein Taschentuch. Eines. Hast die Pommes jetzt echt gegessen? Ich war auch ekelhaft. Ey, das hier fühle ich gar nicht. Wenn die so angebrannt ist, bockt sich nicht. Guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? Weil ich mir so sicher bin, dass ich gewinnen werde. Ich esse die Pommes ein bisschen, aber ich track sie nicht. Ulla! Ja, ja, ja. Ich track sie mit Herz. Bro, du wirst niemals sogar Hälfte des Kübels essen. Bitte halt deine Fresse. Guck mal bitte, wie viel du gestern. Bruh. Das ist Folter gerade, hier zuzugucken. Ist schon hart, Bro. Kranker Typ. Du kannst kaum erwarten, bis du eine Glatze hast. Nein, deine Fresse. Ich realisiere gerade, worum es hier geht, ne? Ja. Ich hab voll Schiss, Wallah. Ey! Zitter. Was hast du? Komm. Nächster Spot, Friends. Ey, ich esse noch ein paar von dir, weil bei mir sind 4-5 Stück runtergefallen. Bro, ich würde mal sagen, auf chillig. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Nachtisch. Ich würde auch sagen, Bro, und wo ist der beste Nachtisch? Cinnabon? Ulla! Wir sehen so fett aus gerade. Nein, ich sehe nicht fett aus. Ich bin fett. 4, 5, 6, 7 Stück. Ich habe mir 4 Stück geholt, Malik hat sich 3 Stück bestellt. Und natürlich, was nicht fehlen durfte, mit dem werde ich auch anfangen. Cinnamon mit Pistazie, Digga. Ulla. Das sind ganz andere Ligen, sage ich euch. Also ich fange mit Pekannuss an. Schon sehr. Voll übertrieben. Voll übertrieben, Digga. Ah, und eine Sache, ich habe bis jetzt kein einziges Mal hier gegessen, obwohl ich so oft Bock hatte. Ja. Weil ich war ja in Diät, Friends. Man darf es ja gönnen. Boah, süß. Boah, die sind auch noch warm, ne? Ey, die sind knusprig, Junge. Saftig. Lieb. Bismillah. Bismillah. Digga, ich war zu Kuchen-TV. Holy shit. Die sind schon sehr krank. Ich weiß nicht, gibt es Cinnabon in Deutschland? Nein, ne? Ich muss ehrlich zugeben, habe ich noch nie da gesehen. Ich auch nicht. Ey, die sind geisteskrank. Ich wünschte, ihr könnt die probieren. Die sind so, die schmelzen einfach, ne? Guck mal, ich weiß, welches Wort du suchst. Fluffig. Die sind fluffig. Und ein so ein Ding. Wie viele Kalorien hat da ein so ein Ding? Circa 400 oder so. 400, ja. Kalorien? Mini. Als zweites gönne ich mir so ein klassisches. Das ist der Classic-Hase. Ja, süße. Ey, gar keinen Bock irgendwie auf diese Messer- und Gabelpolitik, Bro. Das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Guck mal. Da tut einer auf Fifas, ne? Aber ich esse mit. Mit Eleganz. Mit Eleganz und ich werde das Ding reinholen für uns. Vertraut dir einfach. Boah, als schon, nächstes. Die sind schon Zuckerschock, ne? Es gab so eine neue Edition, irgendwie Mini Cinnabon Cranberry oder so. Hab ich auch mies Bock drauf. Ich esse jetzt gerade denselben, den Abo gerade gegessen hat. Damit ihr Bescheid wisst. Aber das fühle ich gar nicht, was da gerade ist. Wieso? An einen Cheat Day mit Früchten und so. Ballert? Aber ich hab echt Zuckerschock. Ich auch. Das ist keine Challenge für mich, Jungs. Das wäre ein bisschen scheiße. Das Ding ist, ich habe diesen doppelten Ekel, ne? Ja, ich verschlingt diese Dinger hier. Und ich habe Zuckerschock, sein Vater. Ich muss auch essen noch dazu nebenbei. Es ist geil, ne? Wallahi, darf ich euch etwas sagen? Privat, er hatte eine ernste Diskussion, dass er mehr essen kann. Auf Ernst! Auf nicht Spaß jetzt vor der Kamera und so. Wallah, auf Ernst! Kann ich auch, aber nicht süß. Warte, guckst du gerade zu? Guck deine Finger an. Oh mein Gott. Du hast alle gegessen? Nein! Erst noch beim zweiten, ich hab 4 gegessen. Boah, ich hab dir gesagt, guck mal. Nächstes Mal bleib einfach zu Hause, okay? Warte noch.
Wir sind noch nicht fertig. Ey Malik, was willst du eigentlich mit deinen Haaren machen? What the fuck? Keine Ahnung. Polieren. Haare werde ich ja nicht mehr haben. Ich kotze gleich, Bro. Hier. Ein Ding, sieht sehr geil aus, aber ich habe keinen Bock. Komm, ich mach den ekelhaften auch. Na komm. Ich mach auch den ekelhaften, komm. Soll ich dir einen Tipp geben? Weniger nachdenken, mehr essen, Bro. Du denkst zu viel. Digga, dein Ernst? Was machst du da? Man muss auf seine Linie achten, sein Eiweiß erreichen, Digga. Jetzt machst du es auf Kampf, du nimmst mich nicht mehr ernst. Gar nicht, schmeckt. Boah, schmeckt gut. Cringe. Wir haben jetzt 21.23 Uhr. Ich gehe ins Fitnessstudio, Malik geht live. Wir sehen uns wieder in ungefähr so 2 Stunden. Pi mal Daumen. Ich bin wieder back. Wir wurden ja separiert von Keeps Cringe. Es ist leider ein bisschen spät geworden. 1.50 Uhr, um genau zu sein. Wir haben leider Besuch von unserem Onkel bekommen. Und ich wollte nicht so vor ihm mich vollfressen. Und keine Ahnung, das wäre ein bisschen Fremdschamerregend, Digga. Wenn ich dem jetzt erstmal erklären muss, dass ich Pizzen in meinen YouTube-Videos esse, um mein Brot zu verdienen, das wäre ein bisschen komisch und sass. Das Witzige an der Sache ist, Keeps Cringe ist gerade in seinem Livestream und sollte auch sich gerade in diesem Moment genüsslich eine Pizza gönnen. Ich habe mir auch 2 Pizzen bestellt. Eine große und eine normal große. Ich hatte erstmal Sorge, dass ich nicht ausrechnen kann, wie viel Kalorien die jeweils haben. Aber zum Glück, ich hatte eine Waage hier, ich habe die ausgewogen. Und so kann ich kalkulieren, wie viel Kalorien da sind, weil hier ist alles Fair Friends. Ich weiß eh, ihr glaubt mir sowieso alle, aber damit ihr merkt, es läuft hier alles mit rechten Dingen zu, ich wiege das Food sogar für die Realness. Die eine Pizza ist mit Sucuk und die andere mit so Würstchen. Ich glaube, ich laber nicht viel, ich gönne mir die einfach, weil ich habe noch was vor mir. Nachtisch will ich mir auch noch einmal gönnen. Oh, by the way, ich habe heute in Migros Dings gefunden. Mountain Dew ohne Zucker. Wie krass ist das? Okay, hilft mir jetzt nicht viel bei so einem Cheat Day, aber... Normalerweise kann man das jetzt trinken. Ein neues OG-Getränk, Friends. Boah, schmeckt übel heftig. Okay, bismillah. Ist mir egal, was ihr denkt, weil ich die so wie ein Sandwich nehme. Aber wir müssen zu drastischen Mitteln greifen, Friends. Ich will hier nicht 4 Stunden lang sitzen und die mampfen. Das Ding ist, ich glaube, wenn du so Cheat Days machst, kannst du wirklich deine Jawline trainieren. Wie einer dieser Instagram-Instaflancer-Models. Boah, vor der Pizza habe ich ein bisschen Angst, gebe ich zu, Digga. Die sieht schon echt gewaltig aus, aber ich schaffe das. Digga, das sind echt gewaltige Stücke, Junge. Diese Pizza wiegt, by the way, 820 Gramm. Reindippen und rein damit. Und bis mir noch. Riecht gut, lecker. Ich frag mich, was gerade Manik macht. Digga, Walla, wenn er gerade 2 mittelgroße Pizzen schafft, Respekt. Bei Gott. Damn, Daniel. Das sieht schon geil aus. Sieht schon nice aus. Ich schwitze einfach vom Essen. Gibt's denn sowas? Ich habe aber keinen Bock, mit meinen fettigen Händen in mein Gesicht zu greifen. Ozan, jetzt verstehe ich dich. Du strugglest viel zu krass beim Fressen, gell? Das Ding ist, ich krieg das easy runter, aber es ist kaum nervt schon krass, weil mein Kiefer tut weh, Digga. Sorry, ich wollte mir nur was trinken holen, Friends. Friends, ich mach eine ganz kurze Pause und esse dieses Stück dann zu Ende, Digga. Gar keinen Bock gerade, dieses 1000 Stunden rumzukommen, bis gleich. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Diese 2 Stück, die triggern mich, die gucken mir die ganze Zeit zu, wenn ich da entspanne. Ich kann das nicht. Es ist zu lusch. Wir müssen leise sein. Es ist mitten in der Nacht. Okay, bismillah. Wisst ihr, was eigentlich sehr, sehr dumm ist? Dass ich die ganze Zeit Getränke mit Kohlensäure trinke, weil die füllen euren Magen auf und das ist nicht gut. Ich komm echt wie eine Oma, Digga. Oh mein Gott.
meine Wasserflasche ist runtergefallen, aber zum Glück ist nichts passiert, es ist nur Wasser. In 7 Stunden haben wir sage und schreibe 7000 Kalorien geschafft. Ich bin so schon sehr, sehr stolz auf mich und ich will mich gar nicht ausreden, aber man muss bedenken, ohne Vorbereitung, ich bin in der Diät, also normalerweise esse ich sehr, sehr wenig zurzeit und ich habe extrem viel Kohlensäure getrunken, während ich das gegessen habe, das war dumm. Viertens, normalerweise Leute machen diese Challenges ja auf 24 Stunden bezogen. Ich habe jetzt in 7 Stunden 7000 Kalorien gegessen. Also ich bin stolz auf mich. Ich bin jetzt am Chillen. Ich gönne mir jetzt diese Haribo Kubiks. Auf süß, boah, ich hatte so Bock auf Haribo. Sass. Und ein Kinderpinguin und ein Milchschnitte. Fun Fact, wusstet ihr? Wobei Milchschnitte, es steht einfach nicht Milchschnitte, sondern Kinder. Süddilemi. Sass. Okay, let's go. Das ist jetzt weird. Was schlimmer ist, du kannst es nicht mal bewiesen zu Anime oder so, ist schon hart. Das Ding ist, wenn ich das nicht schaffe, sind die Haare ab. Deswegen, ich muss den ekelhaft machen und einfach exen. Was versuchst du eigentlich? Du schaffst doch niemals, mich aufzuholen. Warte doch. Was laberst du so? Warte einfach. Bist du dumm? Guck mal, ich mach dir ein bisschen Angst, okay? Habe ich so ein bisschen Angst verspüren? So ein bisschen. Was denn? Damit ich Angst verspüre? Bro, gar nicht. Wie viele Kalorien bist du von mir entfernt? Ich habe noch eine Pizza gegessen aus Kühl, ne? Ich weiß. Die Spannung ist doch schon weg, du hast doch schon verloren. Wo haben wir verloren? Eine Stunde noch, was willst du machen? Ich kann Nutella essen gleich. Bitte halt deine Fresse. Ich weiß, was wir uns zum Grillen den Abschluss gönnen. Was denn? Komm mit. Jetzt? Ja, komm. Jetzt habe ich das gegessen, ich bin voll, ich wollte eigentlich noch ein bisschen chillen jetzt. Okay, chillen wir und dann grillen der Abschluss. Ich befinde mich gerade wieder in der Küche. Ich habe jetzt eben nochmal ein, zwei Raffaellos gesnackt. Werde ich aber nicht tracken. Brauche ich nicht, habe ich nicht nötig, wisst ihr, ich meine. Digga, wieso rede ich so confident, obwohl ich irgendwie gefühlt 2.000, 3.000 Kalorien einfach hinten bin, Bro. Leben ist hart. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 4 Uhr 42 genau. Und ich wecke jetzt Abo auf. Abo ist eingepennt auf süß. Wir müssen noch was essen. Aber ich werde nicht unfair sein, wisst ihr, ich meine. Ich könnte jetzt eigentlich auf Krampf nur voll viel fressen, während er schläft und dann sagen, ja, du bist eingeschlafen. Aber dann wird er mad auf mich sein und ich kriege Backpfeifen, Bro. Deswegen, ja, bis gleich. Wir sind somit auch zum Ende des Videos angelangt. Malik, was hast du zu sagen? Ah, ne, erstmal bevor du was sagst, Malik gönnt sich jetzt noch, wie viel Gramm? So 70 Gramm, glaube ich, sind das noch. 70, 80 Gramm, gar kein Bock, Digga. Bei mir sind es 400 Gramm, somit komme ich knapp auf meine 8000 Kalorien innerhalb von 10 Stunden. Assalamu alaikum. Moment mal, bei wie viel Kalorien bin ich eigentlich? Du musst erstmal wieder, Bro. Alaikum salam, Bro. 5000 knapp. Du hast schöne Haare. Bald nicht mehr, Digga. Hey Bro, aber wir machen die Pompett-Glatze. So, Michael Scofield. Du hast zugestimmt. Ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich mir eine Glatze geschnitten habe, beziehungsweise Michael Scofield geschnitten habe, war ich einfach 8 Monate inaktiv auf Twitch. Aber ich muss durchziehen, Bro. Ich hab's gesagt. Weißt du, was mich auseinandergenommen hat? Diese Pizza, die du mir empfohlen hast. Das war eigentlich mein Plan. Ich schwöre, ich hätte 20 von diesen Big Kings essen können. Ich weiß nicht, was mit dieser Pizza los war, Bro. Mir ging's gar nicht gut. Das war eigentlich mein Plan, dich so aus dem Rennen zu schießen. Ja, aber das heißt eigentlich, wenn ich das so easy geschafft habe, ich würde safe in 24 Stunden 20.000 Kalorien sogar safe schaffen. Das Ding ist, Wallah. Mit Schwitzen. Wallah, ich war sogar gut dabei. Mhm. 5.000 Kalorien, 8 Stunden ist gut. Wie viele Stunden sind das? 5 Stunden. Ist gut. In 24 Stunden schaffe ich safe 10.000, wisst ihr, ich meine. Und ich habe noch auf süß hier so Raffaellos drauf gemacht, weil. Fun Fact, Raffaellos sind meine Lieblingssüßigkeit. Das war doch meine Lieblingssüßigkeit. Wieso glaubst du meine Lieblingssüßigkeit? Es ist meine Lieblingssüßigkeit. Ich mag diese Nuss da drin. Ich lutsch die gerne. Okay. Nuss hast. Gibst du, der Kuchen ist krass. Ist geil. Ich liebe diesen Kuchen. Aber es schmeckt halt nicht, wenn ich daran denke, dass meine Haare jetzt abgeht. Es schmeckt nicht, wenn ich daran denke, dass mein Magen voll ist. Du hast aber auch links auf Kacken gehauen. Auf Kacken gehauen, ja. Was ist, als du weg warst, ich hatte kurz Angst. Ich dachte, du wirst unnormal viel fressen. Du hast aber gar nichts gemacht. Ich wusste nicht, dass du, keine Ahnung, 2 Pizzen isst, die. Wallah, ich dachte, der isst so eine kleine Pizza oder so. Der hat einfach zwei große Pizzen gegessen. Und ich dachte, du hast 4 Pizzen. Zeig mal den Kuchen in die Kamera, haben wir gar nicht gemacht. Oha, okay, Digga. Hä, er fokussiert dich, obwohl man dich nicht mal sieht. Wen interessiert dieser Kuchen? Bitte, ich küsse deine Seele, wallah. Chill kurz. Jo, wie fokussiert er immer noch dein Gesicht?
Ey, ihr müsst euch denken, ich bin vorher kurz eingeschlafen, weil ich bin so müde, Walla. Und wenn ich frisch aufstehe, werde ich zur Diva, Digga. Ich habe mir hier noch so Dings gegönnt. Sag doch mal, wen interessiert das? Bei Gott, wen interessiert das? Ich gönne mir hier noch so Orangensaft. Aber darf man nicht cracken, leider. Sonst hätte ich es geschafft, sonst hätte ich die Challenge gewonnen. Orangen. Döner. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Ach so. Abo hat mir Dings geschenkt. Das hast du doch gar nicht geschenkt, oder? Was redest du da? Guck mal, was er macht. Guck mal, er kommt in mein Zimmer, sieht dieses Spiel und sagt, Bro, kann ich das spielen, bitte? Man, er hat eigentlich gesagt, ich darf es mir ausleihen, jetzt habe ich es mir selber geschenkt. Okay. Können wir darüber reden, dass du die drei Stück schneller isst, als dieses eine Stück, was ich gerade esse? Ey, aber Walla, ich bin stolz auf mich. Ja, das hast du echt krass gemacht, Bro. 8000 Kalorien? Ich bin so ekelhaft gerade. Ja. Bock mehr. Bitte trink mal, das bockt. Ich schwöre, bockt. Ist gesund? Nein. Nein. Ich habe meinen Kuchen aufgegessen. Malik sagt, 2 Sekunden, was du willst. Wir sehen uns bald, wir bestrafen. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir geht's nicht gut. Arrivederci, Haare, I guess. Ich muss ehrlich sagen, jetzt in den letzten Stunden, ich hatte heute viel Zeit, um mit meinen Haaren abzuschließen, so wie ich meine. Weil ich war mir schon irgendwo dessen bewusst, dass ich verlieren werde, weil als ich 4000 Kalorien hatte oder 3000 Kalorien, hatte der schon 6000-7000. Deswegen, ja. Malik, wir sind jetzt angekommen. Wie fühlst du dich? Du weißt, wie ich mich fühle, ja. Ich sag nichts dazu. Ich schwöre, ich bin selber sehr nervös, Wallah. Bro, ich bin am Zittern, meine Zähne zittern, die machen die alle. Ich schwöre, die machen die alle. Zittern nicht, ich hab gesagt, stell dir vor. Cringe, Leute. Komm, Bro, du darfst noch ein letztes Mal deine Haare durch die Lüfte schwingen lassen. Oh Mann, Digga. Ey, aber du sagst die ganze Zeit, du wirst einen Eierkopf haben. Aber Wallah, ich sag dir ehrlich, ich denke, du hast eine gute Kopfform. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, wird nicht gut altern, weil man sieht ja gleich, wie ich aussehen werde. Das Ding ist, du bist das Topmodel aus der Familie, das weißt du auch. Cap. Digga, ihm geht's nicht gut. Zitteranfall. Das Ding ist, ich habe diese Haare ein Jahr wachsen lassen. Also ich bin jetzt 22 und ein Jahr davon hatte ich lange Haare, weißt du? Mach einen Korb zu. Ja, einfach Kinderarbeit. Der Bre ist 11 und schneidet Haare. Er wäscht jetzt einmal seine Haare. What the fuck? Sollen wir die Haare einfach so machen? Was sagst du? Stabil, bei Gott. Das ist doch der seriöse Geschäftsmann-Look. Hat hier jemand ein Sunkissed Throwback Summerbild mit Pickel bestellt? Das ist schon unangenehm, Jan. Wirklich unangenehm, Bro. Es geht los, Mann. Ich habe gar keinen Bock. Abi, please hold back, tamam. Oh nein, Digga. Komm, wie er lacht, wie schadenfroh er ist. So ekelhaft, so widerlich, was hier abgeht, ne? Gebt euch den Cut jetzt noch ein letztes Mal. Das kommt jetzt alles ab, Friends. Ganz andere Ligen. Mach mal so seitlich den Kopf. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, Lorenzo, Digga. What the fuck? Ey, bitte. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Bro, ich weine gleich. Okay, wir kommen zum Endergebnis gleich. Ich weine jetzt off-cam einfach, bis er fertig ist. Oh mein Gott, Digga. Ich bin Walla selber nervös. Oh. Bro, ist das für eine Hairline? Was ist das? Was willst du jetzt von einer Hairline? Okay, reicht, gib ihm das Ding wieder mit. Ich hab alles aufgemacht. Die lachen sich auch hinten kaputt, ne, die Mitarbeiter, das ist das Beste. Sogar der 11-Jährige lacht sich kaputt. 3, 2, 1. Okay, was ist dein erstes Statement dazu? Ich fühle mich sehr komisch, weil ich irgendwie 10 Kilogramm weniger auf meinem Kopf hab. Die Bres gucken mich die ganze Zeit an. Ey, ich sehe so hässlich aus. Nein. Ey, darf ich sagen, was ich finde?
es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich schwöre, es steht dir gut. Voila. Du bist auch generell der Bestaussehendste aus unserer Familie. Das ist einfach straight effect. Big Cap, Digga. Nein, voila, ist nice. Das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet auch irgendwo mitfiebern. Wenn ich dir noch was zu deiner Frise sagen darf, Bro. Guck mal, meine Haare sind 24/7, 365 Tage lang lost. Und sogar jetzt siehst du tausendmal fresh aus. Also nein, ich bitte dich. Bitte übertreib halt nicht. Voila, sieht fresh aus. Bro, ich seh aus wie ein Ei. Schreibt fresh in die Kommentare, wenn ihr findet, dass es fresh Nein. ist. Du siehst aus wie einer dieser Schauspieler, der lange Haare hatte und so 20 Millionen in einer Rolle bekommen hat und dann sich Glatze gemacht hat. Ich sehe aus wie einer dieser Schauspieler, die nirgendwo angenommen werden, weil sie hässlich sind. Doch, so sehe ich aus. Bestimmt. Perfekt. Danke euch fürs Zusehen und Salam alaikum.